aber richtig sauber. Ich war ganz auf deinem Fest. Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this. Als ich 13 war, wusste ich noch nicht, wie man Tracks samplet. Mein einziger Stolz war mein erstes Deck von Jeff Kendall. Mit Noseball und Tailbone und dem Lapper von Tracker. Rip Grip und Slide Rails gehörten mit zum Setup. Mit transparentem Rip Tape, damit man das Logo sah. Santa Cruz war hammer cool und brennt so, wie es die Profis waren. Wir wollten cool sein wie die Großen aus der Siedlung. Und schauten die Tricks ab bei Stefan, Jochen und Simon. Wir wussten nicht, was Ollies sind und konnten nichts als Bomben ist. Aber es war klar, dass dieser Scheiß uns nicht mehr loslässt. Es ist eine Zeit, an die ich heute noch gerne denk. Mit Papas Bohrmaschine bauten wir die ersten Raps. Wir waren Skater und Tim Taylor, Halbwerker-Kings. Trotzdem hatten die Transitions meistens leider einen Kick. Wir haben Beläge von der Baustelle geklaut und dachten, fuck, was soll's. Meine Eltern haben mich halt erzählt, es sei noch Abfallholz. Unser ganzer Stolz war eine transportable Funbox. Nur 90 cm breit, aber egal, es langt doch. Die ganze Woche war Session, da kannten wir nix. Was ist Sonntagsruhe schon gegen gestandene Tricks? Heine, Basti und ich, wir fielen ständig nur hin. Doch wir träumten von einer Halfpipe wie ein Animal Chin. Ab und zu war damals sogar Sepperlot aus Freising da. Wir waren voll gestoppt, weil seine Fringe der so stylisch waren. Keiner hat geahnt, der wird mal DJ von uns allen. Und Freestyle war damals noch was nur für Rodney Mann. Einmal hat mein Papa Session vom Balkon gefilmt. Ich schau's mir an, wenn ich's mir noch mal ins Gedächtnis holen will. Für 18 years. Viele fragen mich, warum ich eigentlich tuk. Wohin, ob ich was gegen. Wie lange zahlt sich schon? 18 years, für 18 years. Viele fragen mich, warum ich eigentlich tuk. So ist es eben, ich lieb. Ich seh die ganzen Jahre nochmal wie im Zeitraffer. Wie im Winter an der Rampe mit den Eiskratzern. Wir waren Fanatiker, bei Schlechtwetter hatten wir miese Tage. Bei Regen sind wir in die Tiefgarage. Die nächste Halle war 200 Kilometer entfernt in Adelberg. Dann haben wir Roger kennengelernt. Jump Raps war out und wir fuhren lieber Street. Der Pausenhof vom Gymnasium war unser EMB. Ich hab schon ein bisschen Rap gehört, doch wusste nix vom MC. Alles was ich wollte war so fahren wie Matt Hensley. Mark Gonzalez war der Chef, Caballero der King. Wahnsinn, den 10 Jahre später live zu sehen bei Rock am Ring. Egal ob Blind, H Street oder das erste Plan B. Wir hatten alle Videos nur in einer schlechten Kopie. Ich kann die Download-Scheiße nachvollziehen. Wir mussten die haben, ließen für Indies und Airbox unsere Fuffis im Laden. Die Baggy Pants waren fresh, durften aber nichts kosten. Und so habe ich sie mir selbst genäht, die Schlabberklamotten. Ich habe das Geld gebraucht, mir sind Decks einweise gebrochen. Deshalb habe ich Nachhilfe gegeben, dreimal die Woche. Meine Sneakers waren so oft geflickt mit Heißkleber, du hast nichts mehr gesehen.